Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der Dienstag, 2. Februar, 8.29 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber bei mir schaut hier gerade ein schwarzer Rabe zu und sagt mir guten Morgen. Guten Morgen. Fliegt jetzt weg. Also. Ja, ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Handelsstart und wir blicken direkt jetzt mal auf unsere ja, Big Numbers, also auf unsere Boxen und wir gehen in die 13.700er Marke nicht direkt rein, weil ich sehe, hier ist ein anderes Profil drin, 0,01, so, und anderes Ziel. 0,005. Okay, Einstieg. So, wunderbar. 13.707 zu 13.692. Das aktuell. Wir blicken auf diesen Chart. 21,50 gestern eine Blue Box. Eine 30er ist in den Gewinn gelaufen, 28 in den Gewinn gelaufen. Das war's. Wir blicken auf die grünen Boxen und wir sind jetzt schon direkt short. Da muss ich schnell mal zurück, das ging schnell. Also ausgeführt und direkt short. Unser Gewinnziel liegt bei 81. So, das heißt, wir haben hier nochmal die Vola-Boxen, die wir uns anschauen gestern. Hier nichts. Sie mal auf den 5-Minuten-Chart gehen. Entschuldigung, ich muss mich hier auch noch eingrooven. Aber wir sehen hier, die Vola-Boxen waren gestern nicht in unserer Range. Wir blicken jetzt wie immer jeden Morgen einmal auf die Gesamtsituation, Tageschart. Heute fangen wir an mit dem S&P 500. Der ist in den Gewinn gelaufen. Und dann schaue ich jetzt mal hier auf diesen Markt. Also, wir hatten das hier im Live-Trainingraum vor 2 Wochen ja mal besprochen mit dem sogenannten GameStop, was mittlerweile ja auch in allen Medien jetzt zu finden ist. Und das sind David gegen Goliath oder die Kitties, Kids on the Block gegen die Hedgefondsmanager. Ja, und der nächste Markt, den sich die Jungs da ausgesucht haben, ist Silber, tatsächlich Silber. Und wir haben das gestern ja schon erlebt, dass der Silberpreis nach oben gelaufen ist. Und wir sehen es hier auf den Tageschart, wenn wir uns das mal auf den Stundenchart anschauen im Silberpreis. Ja, und das mal auf dem anderen Kijun-Sen, dann sehen wir das Gap. Ja, das jetzt aber wieder geschlossen worden ist vom Freitag. Ja. Gap ist hier, aber das ist der nächste Markt angeblich, den die Jungs dort sich rausgesucht haben. Also, ich bin gespannt, was da noch auf den nächsten Wochen auf uns zukommt und was natürlich auch die großen Online-Broker dazu sagen, denn ihr wisst, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, Robinhood, das ist ein großer Online-Broker, der auch geplant hat, dieses Jahr oder ersten Quartal an die Börse, glaube ich, zu gehen. Ja. Der ist ganz schön unter Druck geraten. Warum? Weil er teilweise die Aktie nicht mehr handeln lassen hat. Und das Interessante dabei ist, dass einer dieser Hedgefonds, wo man gegen gewettet hat, also die short gegangen sind und der Gesellschafter von diesem Hedgefondsmanager oder von diesem Hedgefonds, ja, ist auch Gesellschafter bei Robinhood. Und da ist das natürlich sehr, sehr fragwürdig, ja, warum denn so ein Unternehmen dann da in die Märkte eingreift. Also, das nun mal nebenbei, aber wir konzentrieren uns natürlich hier auf unseren Bereich Bitcoin, Spielwiese bei 34. Also da ist weniger los. Gucken wir uns dann die anderen Märkte an und fangen an bei Gold. Auch ruhig DAX. Bei 99, da sehen wir auch den Tageschart gestern hier, den Konter und der setzt sich letztendlich hier aktuell fort. Technologiebörse, auch hier
Einen schönen Turnaround, also gestern hier der Eröffnungskurs bei 12.861, der Schlusskurs definitiv höher und wir haben jetzt eine nächste Kerze. Trotzdem ist es noch kein Gegensignal für diesen Markt und Öl liegt bei 54 und zieht an. Ja, Öl zieht an. Das aktuell mal so ein Überblick. Wir gehen jetzt wieder zurück. Morgen gibt es dann eine Aktie, die wir uns etwas näher anschauen, immer mittwochs. 13.692 Short, 13.707 gehen wir Long. Das ist der erste Trade für heute, Dienstag, den 2. Februar. Und wir sind im zweiten Trade und gehen jetzt auf angepasst. Und beim zweiten Trade versuchen wir ein wenig mehr mitzunehmen. Und zwar ist die Zielmarke erstmal 50. Ja, bei 27 haben wir hier auch eine Widerstandszone. Ja, schauen wir mal, ob der Kurs in die Richtung möchte. Es ist 8.36 Uhr. So, 8.45 Uhr. Wir sind im zweiten Trade. Big Number. Wir haben ein kleines Gap, was noch geschlossen werden könnte. Wir haben 13.698 und wir sind noch nicht aus dem Trade. Warten also, bis der Markt ein bisschen Dynamik bekommt. Könnte sein, dass wir jetzt gleich in Richtung Nummer 3 gehen. Und auch da der Fahrplan wäre dann im dritten Trade auch, dass wir mehr mitnehmen als geplant. Wir nehmen jetzt, gehen auf angepasst, ziehen mit der linken Maustaste die blaue Linie etwas nach vorne und versuchen nicht zu gierig zu werden, aber die 50er-Marke scheint immer ein gutes eine Richtung vorzugeben. Dann haben wir ein Daily Pivot, das ist der Durchschnittspreis von gestern, Hoch, Tief, Schlusskurs durch 3. Wir sehen, gestern haben wir einen Short Trade im DAX, sind wir eingegangen mit MTX. Auch den haben wir heute Morgen gar nicht besprochen, der knapp vor dem klassischen Gewinnziel hier es nicht erreicht hat. Gab es ein Gegensignal? Nein, beziehungsweise hier. Um 14 Uhr gab es dann diesen Long Trade. Ja, den hätte man treten können. So. Wir sind short im dritten Trade und warten, dass der Markt dann gleich eine etwas stärkere Bewegung macht. So. Also auch hier YouTube 8.57 Uhr. Wir sind jetzt mittlerweile im vierten Trade. Der Markt schaukelt sich so ein wenig auf. Und wir hoffen jetzt um 9 Uhr, dass er ein wenig Dynamik reinbekommt. Wir brauchen, damit wir aus dem Trade rauskommen, 15 Punkte. Und ich sehe hier mal kurz, meine Herren, für alle, die große Schiffe mögen. Ich mache mal Screen. Also jetzt haben wir mal einen Dampfer hier, einen Container, der an uns vorbeifährt. So, 8.58 Uhr, noch 2 Minuten. Wir haben auf angepasst. Geht es schnell? Können wir diese blaue Linie noch nach oben weiterziehen? So, die Hedger sind bereit. 13.659 Uhr. Wir blicken noch mal rauf. Wir haben jetzt noch 1 Minute. Oben hin 13.659 haben wir jetzt nichts, sondern eher unten herum. Wir bleiben jetzt live. 44 Sekunden, 42. Zwanzig, 21. Spannung steigt. Einen wunderschönen guten Morgen für alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Wir sind schon aktiv hier am Markt. Wir sind im vierten Trade. Der Markt schaukelt sich auf.
Aber wir hoffen, dass wir jetzt schnell eine Bewegung bekommen. Und jetzt kommt die Glocke. 9 Uhr, meine Damen und Herren, und auf geht's. Wir sind jetzt im fünften Trade. Wir gehen auf angepasst, auch hier. Gestrichelte Linie, falls der Kurs nach unten laufen sollte, auf Richtung 72 erst einmal. 88 gehandelt. Ja. Vola-Box liegt bei 59, das könnte jetzt unser Ziel auch sein. Okay, die Hedger 13,659, gestrichelte Linie. Und ein Blick mal zu Christoph. Wie seid ihr? Seid ihr schon im Markt? Wahrscheinlich schon, ne? Short ausgelöst in der unteren Box. Gegenbox ist platziert. Dann schauen wir mal, wo es hingeht. Gap Close ist ja relativ nah dran. Nach oben ist es ein bisschen begrenzt durch den Widerstand. Mal sehen, wo es hinläuft. Schön. Trade Nummer 5. Ganze sieht auf dem 5-Minuten-Chart hier etwas deutlicher aus. Ja, Markt heute hat sich noch nicht entschieden. 9:02 Uhr. Klassisch jetzt klebt an der Big Number. Und wir sind jetzt im 6. angepasst. Er muss also rüber und muss jetzt in Richtung 20 laufen. Insgesamt jetzt heute Morgen 33, 34 Punkte. Die Trading Range. Jetzt kommt er. Wir ziehen das ein bisschen weiter nach oben. Ja, Schloss nehmen wir raus. Und raus. 0,24%. 0,24%. Insofern können wir heute Feierabend machen. 0,1 ist unser Tagesziel. Also, das haben wir, denke ich mir, gut gemacht. Für den ersten Trade und 13.700 legen wir wieder rein. Und ich verabschiede mich jetzt nicht im Live-Trading-Raum, sondern bei den Leuten von YouTube. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr morgen gerne wieder dazuschalten. Wir machen im Live-Trading-Raum natürlich jetzt weiter und bis dahin und bis morgen. Das gilt natürlich nur für die YouTuber.